So, weiter geht's mit Kampf Nummer 2. Dieser Kampf wird ausgetragen mit 3 Runden à 3 Minuten. Wir begrüßen zuerst wieder die blaue Ringecke und begrüßen vom Boxgymnasium in Heidelberg Luis Reis. Herzlich willkommen aus Heidelberg, Luis Reis. Und sein Gegner, willkommen in der roten Ringecke vom Bulldog Gym hier in Karlsruhe, Lokalmatador sozusagen, André Brasserell. So, meine Freunde, und jetzt haben wir hier ein kleines Lokalderby mit dem Kämpfer von Tom Schneiders Boxgymnasium in Heidelberg, was auch nicht gerade aus der Welt ist, gegen André Brasserell vom Bulldog Gym Karlsruhe. Beide Gyms sind dafür bekannt, dass sie fähige Kämpfer hervorbringen können. So, die Kämpfer machen sich bereit. Der Kampf wird ausgetragen, 3 Runden à 3 Minuten. Beide Kämpfer werden nochmal durchgecheckt vom Referee, ob die Handschuhe, der Tiefschutz und der Mundschutz richtig sitzen. Und gekämpft wird normales Boxregelwerk, 3x3 Minuten. Und ich hatte es gerade schon angesprochen, Trainer Tom Schneider vom Boxgymnasium Heidelberg, jemand, der lange, lange Zeit schon Kampfsporterfahrung hat und viele Athleten in verschiedenen Disziplinen hervorgebracht hat. Aber auch, was das Boxen angeht, müssen sich die Jungs aus Heidelberg nicht verstecken. Letzte Instruktion vom Referee und dann kann der ganze Spaß auch schon losgehen. Und los geht's. Beide Kämpfer in der Linksauslage. Das bedeutet, sie stehen mit dem linken Fuß vorne. Und da wird auch keine Zeit an irgendwelche Nettigkeiten verschenkt, sondern direkt losgelegt mit harten Kombinationen hier. Reis lässt seinen Gegner hier ein kleines bisschen kommen, versucht ihn hier auszukontern. Beide Kämpfer finden hier so ein bisschen ihre Distanz rein, haben schöne geschmeidige Kopfbewegungen und da kommen aber auch schon von André die ersten Treffer ins Ziel an den Kopf. Schöne Körpertreffer hier nochmal von Luis Reis, der hier erstmal ein kleines bisschen zurückhaltend ist und taktisch erstmal abwartet, aber die Körpertreffer technisch sauber kommen hier gut ins Ziel und die können natürlich auch hinten raus den Kampf nochmal entscheiden. Denn das geht unglaublich auf die Kondition, wenn man davon ein paar auf den Solarplexus oder einen auf die Leber kriegt. Jetzt ist aber André hier nochmal im Vormarsch, macht hier wieder seine Punkte und trifft mit langen Fäusten. Beide Kämpfer technisch versiert, haben stabile Beinarbeit, bewegen sich hier geschmeidig, finden ihre Distanz. Und harte Treffer jetzt nochmal hier von Reis. Der versucht hier mit Haken weiterzuarbeiten und immer mal wieder findet diese gerade zum Körper sein Ziel. Aber oh, da muss ein harten Uppercut einstecken. Wird hier vom Referee kurz darauf aufmerksam gemacht, dass er sich während des Kampfverlaufs nicht wegdrehen darf. Das kann natürlich auch, wie bei den Youngstern vorhin schon mal gesagt, im Worst Case auch mal dazu führen, dass er angezählt wird, wenn der Referee denkt, da wird es ihm mal kurz zu bunt. Beide Kämpfer arbeiten jetzt wieder mehr mit der Führhand, arbeiten sich in ihre Schlagdistanz rein und immer mal wieder kommt die Rechte durch und wieder harte Rechte zum Körper
von Luis Reis. Und der arbeitet jetzt auch ein bisschen mit dem Cross, fängt das Ganze hier gut an auszumixen mit Körper-Kopf-Kombination. Sehr, sehr schön gemacht. Aber auch André hat hier eine gute Antwort darauf und arbeitet hier weiter mit Aufwärtshaken und Körperhaken. Also unfassbar hohes Tempo, was die beiden hier an den Tag legen. Wieder harte Rechte. Das kann auch mal gut sein, dass einer der beiden Kämpfer hier durch die Treffer, wenn sie hier maximal ihren Körper in den Schlag mit reinlehnen, ein bisschen angeklingelt ist. Also mich würde es nicht wundern, wenn der Kampf hier gar nicht über die volle Distanz geht. Und gleich kommen wir schon zum Ende von der ersten Runde. Kämpfer haben beide nochmal die Möglichkeit, ein paar Punkte zu machen vor Rundenende. Und schöne Haken hier wieder von beiden Kämpfern. Klasse gemacht. Sowohl offensiv als auch defensiv super gut gepunktet. Ende Runde Nummer 1. Wird jetzt natürlich mal spannend zu sehen, was die beiden Coaches ihren Kämpfern mitgeben für strategische Grundsätze in der zweiten Runde. Denn beide Kämpfer haben sowohl im Vorwärtsgang als auch im Rückwärtsgang eine recht gute Figur gemacht. Finden auf jeder Distanz ihre Treffer und dann kommt es natürlich immer darauf an, wer es mehr will. Ja? Beide sind hier tief am Luft holen. Gleich geht's weiter. Die Kämpfer kommen wieder zur Mitte. Die so, bereit machen für raus. Die Runde Nummer 2. Und los geht's. Das Duell war in der ersten Runde ziemlich auf Augenhöhe. Und je nachdem, wie die Coaches ihre Kämpfer hier in der zweiten Runde taktisch und technisch einstellen, kann das hier nochmal eine ganz andere Situation annehmen. Und oh, Reis kommt hier wieder mit guten Haken zum Kopf. Ist jetzt deutlich aggressiver. Der war in der ersten Runde noch so ein kleines bisschen zögerlich, hat Bracassel hier kommen lassen, aber der verschwendet jetzt überhaupt keine Zeit hier, auch mal selber ein bisschen aufs Gas zu drücken. Kommt hier mit harten Haken durch. Und das ist ein heftiges Tempo, was die beiden hier abliefern. Und er arbeitet hier weiter mit seinen Körpertreffern. Die haben auch bereits in der ersten Runde gut ihr Ziel gefunden. Und wieder eine harte Links-Rechts-Kombination. Da hat Bracassel seinen Mundschutz verloren. Der wird jetzt einmal kurz sauber gemacht und den bekommt er dann wieder. Da gibt es einmal ein bisschen Wasser über den Mundschutz, damit der wieder gesäubert ist. Einmal mit dem Handtuch drüber und dann kann der Kämpfer weitermachen. Und wieder harter Schlagabtausch. Die beiden verschwenden überhaupt keine Zeit. Bleiben in ihrer Halbdistanz und versuchen beide mit rechten und linken Haken hier ihre Treffer zu landen. Und die finden auch ihr Ziel. Da kann es durchaus sein, dass einer von den beiden mal gleich angezählt wird. Denn eine Faust sucht direkt die nächste. Da gibt es keine Pause. Für beide nicht. Also in der ersten Runde war Luis Reis noch ein kleines bisschen zögerlicher, aber der hat gut aufs Gas gedrückt jetzt hier im zweiten Durchgang. Findet immer mal wieder seine Punkte, muss aber aufpassen, dass er nicht in Bracassels Halbdistanz nach den Kombinationen stehen bleibt. Denn der lässt sich natürlich auch nicht klein kriegen hier und hat dann eine gute Möglichkeit zum Kontern. Beide Kämpfer springen hier nach vorne, sind richtig motiviert, richtig on fire. Und natürlich, der Willen ist bei beiden da. Jetzt, oh, harte Rechte hier. Beide Kämpfer finden hier ihr Ziel, müssen jetzt aufpassen, dass sie sich im Clinch nicht zu sehr verhaken. Und falls doch, sich auch wieder selbstständig befreien. Ansonsten erledigt das der Referee. Und wieder harter rechter Cross hier von Luis Reis.
Prakassel hier muss jetzt aufpassen, dass er hier die Fassung bewahrt und möglicherweise durch die Innenbahn hier mit geraden Fäusten arbeiten, dass er seine längere Reichweite ausspielt. Dass er zum Ende der zweiten Runde hier nochmal ein paar Punkte setzt oder ein paar Akzente setzen kann. Das ist natürlich immer ein schönes Phänomen, was wir beobachten können, wenn beide Kämpfer so ziemlich genau dieselbe Schlagdistanz haben. Dann können die beide voreinander stehen bleiben. Beide feuern Ende aus der allen zweiten Rohren. Runde. Und beide machen ihre Treffer. Also super Tempo hier. So, wir machen uns bereit für die dritte und letzte Runde. Für diejenigen unter euch, die ersten Male beim Boxsport mit dabei sind, falls ihr euch mal gefragt habt, wie die Punktevergabe in diesem Sport funktioniert. Funktioniert im Grunde genommen so. So, die letzte Runde, die dritte Runde steht an. Jeder Kämpfer startet die jeweilige Runde mit 10 Punkten am Anfang. Der Kämpfer, der die Runde dominiert hat, behält seine 10 Punkte und nimmt sie mit in die nächste Runde. Der Kämpfer, der leicht unterlegen gewesen ist, dem wird ein Punkt abgezogen. Das heißt, man hat dann eine Runde, die mit 10-9 gewertet wird. Und oh, wieder harter Uppercut hier von Luis Reyes. Das heißt, wir haben nicht die Treffer, die einfach so gewertet werden, sondern anhand dieses 10-9-Systems hier werden die Punkte vergeben. Was natürlich auch zum Vorteil hat, dass wenn ein Kämpfer einen Punkt abgezogen kriegt, hat das eine sehr, sehr schwerwiegende Konsequenz für ihn, auch für die darauf folgenden Runden. Das heißt, ein Punktabzug über ein Foul wird sehr, sehr hart geahndet oder wenn ein Kämpfer angezählt wird, wird auch ein weiterer Punkt abgezogen. Das heißt, wird ein Kämpfer in einer Runde angezählt und ist unterlegen gewesen, gibt er die Runde mit 10-8 an seinen Gegner ab und muss also schleunigst zusehen, dass er die kommenden beiden Runden gewinnt, um einfach nur das schon wieder auszugleichen. Jetzt kommen wir hier an den Punkt, wo beide Kämpfer schon so ein kleines bisschen an ihre konditionellen Reserven kommen. Aber Reyes ist hier wieder im Vorwärtsgang, schaut wieder, dass er hier seine Körpertreffer setzt. Aber auch André Prakassel boxt hier sehr effektiv im Rückwärtsgang, weiß durchaus hier, wie er den Ring für sich zu nutzen hat und versucht den Gegner hier in seine Aufwärts- und Seitwärtshaken reinlaufen zu lassen. Das hat natürlich für ihn den Vorteil, dass ihm das ein bisschen Kondition spart. Er hat ein kleines bisschen mehr Luft. Oh, und wieder harte Rechte durch die Mitte. Jetzt hat er seinen Gegner hier am Seil. Oh, harter Treffer wieder. Beide Kämpfer laden die maximale Kraft hier in ihre Schläge mit rein. Unglaublich, was die Jungs hier einstecken können. Wahnsinn. Also hier auch nochmal Hut ab an die Nehmerqualitäten von André Prakassel. Der lässt sich hier nicht davon beirren von den Schlägen, die er genommen hat und macht trotzdem weiter. Schaut trotzdem, dass er seine Aufwärtshaken hier ins Ziel trifft. Und die Jungs pushen sich hier aufs Äußerste. 49 Sekunden haben wir noch in der Runde. Und André Prakassel hier wird hier angezählt. Oh shit, das sieht gar nicht gut aus. Das sind natürlich Szenen, die wir jedem Kämpfer und jedem Zuschauer hier ersparen müssen. Das kann natürlich auch davon kommen, dass die Körpertreffer hier eine Wirkung hatten. Hut ab auf jeden Fall an Luis Reyes. So, jetzt haben wir natürlich auch Personal hier, was den Ring ein bisschen sauber macht. Im Boxsport kann es zwar mal hart zur Sache gehen, aber wir müssen natürlich auch immer noch fair und gesittet und sportlich bleiben. So, Sieger des Kampfes ehren wir hiermit aus der blauen Ringecke durch Abbruch des Ringrichters Luis Reyes. Stark gemacht, hat mehr Druck gemacht. Trotzdem nochmal Applaus für beide Kämpfer. Und dann geht der Sieg hier im zweiten Durchgang an das Boxgymnasium Heidelberg.
von denen wir auch in den kommenden beiden Durchgängen noch ein paar Athleten sehen dürfen. Also wir sind gespannt. Wir machen eine kleine Pause, bis der Ring wieder bereit ist für den nächsten Kampf.